Montana Black über Cannabis und seine Drogensucht. Endlich mal Content, der für mich gemacht ist, Alter. Gerade eben noch mit dem geschrieben. Und jetzt schauen wir mal, wie süchtig Montana Black wirklich ist. Tagelang jeden Tag gekifft habe, habe ich mich unter anderem mit Montana Black über seine Cannabisabhängigkeit und Drogenvergangenheit unterhalten. Das ganze Gespräch war so interessant, dass ich gedacht habe, ich lade es hier nochmal im Ganzen hoch. Also viel Spaß damit. So, ja, nicht weglaufen jetzt, Kollege, hier, hä? Ist das geisteskrank. Da sind alle immer noch ein bisschen schüchtern. Ja, wenn fremde Leute da sind. Der hat einfach Enten im Garten. Der lebt wirklich das Leben, ne? Und wie war das bei dir? Also wie hat das Ganze angefangen? Wann hast du so das erste Mal gekifft? Das erste Mal gekifft habe ich so mit 12, würde ich sagen. Eigentlich normales Alter dafür, oder Chad? Ah, krass, ja. Mhm. Das war so der Klassiker von meinem damaligen besten Freund, der große Bruder. Die haben gekifft. Und wir haben uns immer gefragt, warum das so süß riecht. Man muss dazu sagen, die Eltern hatten da auch so ein bisschen die rosa-rote Brille auf und haben nicht viel gesagt. Dann haben wir von dem Bruder und dem Freundeskreis halt ein bisschen Weed bekommen und haben dann in der Clique das erste Mal gekifft. Surprise, surprise, das hat uns Spaß gemacht und wir wollten mehr, ja. Also, Digga, ich sag doch, ich check das gar nicht. Beim ersten Mal kiffen, kann man überhaupt nicht high werden oder bin ich dumm? Beim ersten Mal kiffen kann man nicht high werden. Ich war beim ersten Mal kiffen, beim zweiten Mal, dritten. Chat, ich sag jetzt folgenden Call. Ich hab gefühlt erst beim fünften oder sechsten Mal was gemerkt beim Rauchen. Ich habe voll viele Kollegen auch, die erst spät high werden. Wisst ihr, was ich meine? Beim ersten Mal tut man das so, als würde was merken. Bei jedem anders. Aber ihr checkt, was ich meine, ne? 43, ihr checkt, was ich meine. Weil es gibt ja auch Leute, die rauchen, die kiffen, die sagen, oh, ich habe noch nie gekifft, dann kiffen die und merken gar nichts. Bei mir war es auch so. Warum aber dann weiter rauchen? Weil mir jemand gesagt hat, jemand hat mich gegaslightet, dass ich das darf. Also, dass das dann irgendwann wirkt tatsächlich, ne? Nice, ja. Stockenten. Ich liebe Stockenten. So, dass das erste Mal war, wie sich das angefühlt hat? Ich glaube, Heroin spürt man richtig, ne? Ich glaube, Heroin spürt man sofort. Hat. Alles war lustiger, alles hat irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht. Man hat Fressflash geschoben, man hat Lachflash geschoben, also enorme Lachflashes. Alles war irgendwie ein bisschen lustiger und aufregender, wollen wir es mal so sagen, ne? Wie hat sich das dann entwickelt, dass du das irgendwie regelmäßiger gemacht hast? Hey Chad, ich mache jetzt einen Call und der wird euch nicht gefallen. Das erste Mal kiffen mit frühestens 2022. Punkt. Punkt. Weil sonst geht euer Gehirn ein. Schaut euch diesen Mann an. Der weiß überhaupt nicht, warum er da sitzt. Der weiß gar nicht, was los ist, ne? Der weiß überhaupt nicht, was passiert, ne? Da sieht man mal, was früher Drogenkonsum mit euch macht. Kiffen erst ab 22, in my opinion. Einmal am Wochenende oder einmal im Monat ist es dann dazu gekommen. Leon 03, habe noch nie gekifft, habe es auch nicht vor, bin 18. Leon mit 22 wirst du kiffen, ob du willst oder nicht. Ich sag's dir jetzt. Ich gesagt habe, irgendwie heute langweilig, lass uns doch mal was zu rauchen holen. Zu, ja, jedes Wochenende dann Standard schon. Zu, in der Woche ist es eigentlich auch relativ langweilig, lass doch heute auch mal einkiffen, ne? Also, wenn man dann ja erstmal in der Teufelsspirale drinne ist und die Hemmung auch ein bisschen abgebaut hat, dann fällt es einem natürlich auch leichter zu sagen, ja, heute ist doch nicht so schlimm. Dann ich sag jetzt auch wieder eins. Mich fuckt Kiffen, wenn man viel kifft, übertrieben ab. Digga, das nervt richtig. Es nervt einfach richtig, dieses Verballerte, dieses jeden Tag, Digga. Und dann gehst du abends ins Bett. So, ich hab voll viele Homies, so, die regelmäßig kiffen. Viele davon kriegen ihr Leben auf die Reihe, manche nicht. Aber mich fuckt es übertrieben ab. Das ist anstrengend. Das fickt meinen Kopf, meinen Körper, Digga. Aber stay high bis zum Tod. Ja, ja, ja. Dann passiert es halt ganz schnell, dass man dann halt regelmäßiger Konsument ist, in jungen Jahren schon, ne? Also, wie alt warst du dann da, als das so ein bisschen regelmäßiger geworden ist? Ja, mit 12, 13, ne? Ach, echt? Krass. Echt? Okay. Ja, ja. Mhm. Wie viel hast du dann so anfangs konsumiert? Kleine Mengen. Ne? Also ich denke mal mit einem Zehner, damit ist man natürlich lange ausgekommen. Ne? Man hat ein paar Krümel reingemacht und war dann natürlich auch schon extrem berauscht. Aber wie es mit jeder Droge ist, je mehr du konsumierst, desto mehr brauchst du auch, um den Zustand zu bekommen, den du eigentlich haben möchtest. Deshalb liebe ich mir das Kiffen so wegzuhalten von mir, Alter. Deshalb so ganz selten, ganz unregelmäßig, ne? Und dann einmal an einem puren Joint ziehen und ich bin tagelang, also gefühlt, ich bin für 3 Stunden dicht, das war's, das reicht mir. Wisst ihr, was ich meine? Beziehungsweise, es ist ja in dem Drogenbereich so, man läuft ja im Grunde immer seinem ersten High hinterher. Digga, das Outfit von Mont ist ja mal nice, wie ein Chanel-Kostüm. Ist halt Prada tatsächlich, Tobias Ruch, ne? Ist halt eine Prada-Cap und eine Amiri, eine Prada, ja, so ist halt Prada. Wie ist das dann? Also, wie hat sich das dann entwickelt? Ist das dann irgendwann immer mehr geworden? Ja, auf jeden Fall. Also wir waren dann halt immer so diese Peace-Leute und ja, nee, chemisch ist auf keinen Fall, immer nur kiffen. Und wenn man in der Gruppendynamik dann ist, selbst wenn man sich selber dann vorgenommen hat, nichts heute zu rauchen, ist dann irgendein Kollege, der sich einen Joint angezündet hat oder die Bong rumgereicht hat, und dann haben wir halt mitgekifft, ne? Ey, Bong kiffen so much. Bong kiffen so geisteskrank much, Digga. No joke, ich finde,
Bonkiffen-Chat, Bonkiffen, eine Stufe wie Heroinspritze setzen. Versteht ihr, was ich meine? Es hat so, ist so, Bonkiffen ist für mich so Junkie-Type-Beat. Bonkiffen ist so Junkie, Junkie, Junkie. Wisst ihr, was ich meine? Hotbox hat wieder irgendwie Klasse so, aber Bong, Digga, Bong ist wie Trichterschnaps saufen, absolut sinnlos. Ja, Digga, Bong ist so, keine Ahnung, Alter, das wirkt so eklig, so verklatscht, du bist so ekelhaft, ist sauberer und sparender. Bonkiffen, sparender, du verbrennst doch direkt einen ganzen Blatt da drin, oder? Kennst du Königskopf? Digga, ich, Bong ist eins vor Psychose, sag ich ehrlich. Bong zieh ich mir nur in der Kasse. Aber das kenne ich auch noch so aus meiner Jugend, dass wir dann auch gesagt haben, ja, Gras ist ja eine Pflanze, ist ja was natürlich. Jedes Mal Joint bauen nervt, ich kann nicht Joint bauen. Ist sowas Chemisches wie jetzt so LSD oder so, würde ich niemals anfassen. Genau. Aber Gras ist ja, ne, voll harmlos. Ey, Digga, wir hatten alle dieselbe Jugend. Alle immer gesagt, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Und dann. Deswegen kann man das machen. Es stimmt ja auch, es ist eine Pflanze, die aus dem Boden kommt. Aber da hat man, und da gibt es ja sogar auch die Musiker, damals Sammy Deluxe und wie sie alle heißen, die grüne Brille, ne? Die hat man da auf, ja, auf jeden Fall. Du hast ja dann auch irgendwie mit deinen Freunden, mit deinem Freundeskreis zusammengeraucht. Und da fällt es ja dann schon manchmal schwer, irgendwie so Nein zu sagen, wenn irgendwie einem das so angeboten wird. Haben dann alle Kollegen von dir auch geraucht? Einig schon, ja. Im Grunde hat jeder gekifft und die... Ja, dann kiffe ich, wenn ich nicht joint, wenn neun Bonne, Bong ist Hartz IV Type Beat Emo. Ja, ich check, ich bin bei dir. Ich find auch dreckig irgendwie. Bong ist so... Akani! Auf. Bong ist so cracky einfach. Bong hat Crack-Vibe. Raucht jemand Pipe? So Hanf-Pipe? Weiß nicht, irgendwie alles außer Joint und Vaporizer finde ich zu crack, keine Ahnung. Aber jeder so, wie er will, wa? Die nicht gekifft haben, haben halt getrunken. Also, wenn man dann mal was in der Gruppe gemacht hat, muss ich sagen, hat eigentlich fast jeder irgendetwas genommen, was ihn in einen anderen Zustand gebracht hat, ja. Ich glaube, gerade als Kind hat man ein zu Recht sehr abschreckendes Bild von den weißen Drogen. Mit dem Erwachsensein kommt das Bewusstsein dafür. Mit Erwachsensein weiß man, mit Heroin fühlt man sich pudelwohl. Warum ist das so schwer, dann Nein zu sagen und irgendwie dann nicht mitzurauchen? Guck mal, ihr könnt mir nicht erzählen, Chat, dass das irgendwie geil ist. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht Crack ist. Ihr könnt mir nicht erzählen, Digga, ihr könnt mir nicht sagen, dass das chillig ist und das ist ein Vibe. Keiner kann mir sagen, dass das ein fucking Vibe ist. Keiner kann sagen, dass das ein Vibe ist. Guckt euch das an. Oh Gott. Das ist doch kein fucking Vibe, Digga. Der raucht fucking Motoröl. Lil Bro geht auf Sonnenblumenöl. Das ist doch, also... Oh, you guys see that? Oh my goodness. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass das ein fucking Vibe ist, Mann. No joke. Da ist der entspannte Dugi im, also... Das ist halt der Gruppenzwang, ne? Den findet man ja nicht nur beim Konsumieren von Drogen, sondern auch bei... Das im Auto mit Kumpel, ja, geisteskrank. Danach noch gegenseitig einen runterholen, dann fahrt ihr nach Hause, super. Andere Dinge, ob man jetzt, keine Ahnung, Mist macht, indem man irgendwo einbricht oder... Ladendiebstahl oder Mutproben. Ja, man will halt nicht der Buhmann sein, ne? Du willst ja nicht von der Gruppe ausgeschlossen werden. Du hast ja ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und oftmals ist es ja in der Gruppendynamik so, dass wenn, sagen wir mal, fünf Leute oder sechs Leute, die zusammensitzen, sagen, oh, wir rauchen jetzt einen Joint oder wir trinken jetzt eine Mische. Und du bist der eine, der sagt, nee, möchte ich nicht, bist du so ein bisschen der Außenseiter. Und niemand möchte Außenseiter sein. Und ich glaube erst... Ey, Jungs, wollen wir heute Abend Wodka-Tampon machen? Ja, okay, dann machen wir halt alle. Im späteren Alter lernt man, dazu Nein zu sagen und zu sagen, ich möchte das nicht. Nicht uncool ist, sondern das Ganze, das Gegenteil ist, es ist sehr cool. Gruppenzwang, Heroinspritzen, das waren die besten Kindergeburtstage. Das überhaupt zu machen und auch sein Mann in Anführungszeichen zu stehen. Aber im jungen Alter sieht man das halt nicht. Hast du jetzt irgendwelche Tipps für junge Menschen, die das jetzt hier vielleicht sehen und denen das auch schwerfällt, dann Nein zu... Ja, Methadon gibt's... gibt's überall, also gibt es wirklich, ja. Zu sagen, wenn ihnen irgendwie der Joint angeboten wird, also wie... Kann man da reagieren oder wie kann man sich da so rausretten aus der Situation? Relativ einfach eigentlich, einfach Nein sagen. Ne? Du wärst nicht zu einem schlechteren Freund, wenn du nicht kiffst oder nicht Alkohol trinkst. Ihr habt euer ganzes Leben noch vor euch. Ja. Mit 16. Plus eins, wichtige Lehre hier, no joke. 17, 17, 18, denkt mal. Und denkt dran, Chat, ihr seid auch kein schlechterer Freund, wenn ihr nicht Steuern zahlt und wenn ihr nicht das Geld, was ihr euch bei Kollegen geliehen habt, nicht zurückgibt, okay? Merkt euch das. Hallo, was sagt der Mann da? Vor sich. Und in der Zeit sollte man die richtigen Leute um sich haben und sich bilden. Und für seine Zukunft etwas tun. Und du wirst nichts für deine Zukunft tun, wenn du dir regelmäßig die Synapsen wegsäufst oder dir regelmäßig einen reinkiffst. Das kann man dann, wenn man es unbedingt machen möchte. Ey, Digga, dieses Based-Emote-Chat, das bin halt ich, ne? Ich habe mich immer gefragt, ob ich das bin bei diesem Emote. Aber das bin wirklich ich. Ich habe es erst jetzt gemerkt. Ich habe erst jetzt gecheckt, dass ich das auf diesem scheiß Based-Emote bin. Vom Pokern ist das, ne? Ihr Wichser, Digga. Ihr Dreckigen. Auch machen, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht und schon was im Leben gemacht hat. Aber gerade im jungen Alter ist es einfach extrem kontraproduktiv, weil du halt auch einfach,
Ja, es gibt dieses lustige Sprichwort, ja, Kiffen macht gleichgültig, ja, ist mir scheißegal. Und das ist halt wirklich so. Du wärst einfach auch, wenn du es regelmäßig machst, träge, du wärst ja lustlos. Also ich glaube, das zählt tatsächlich für 90% oder 80%, würde ich jetzt mal dumm sagen, aller Konsumenten. Oder sagen wir mal 50%, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, 50% kann ich mit eingehen, von Leuten, die ich kenne, die regelmäßig kiffen, hängen übertrieben durch. Die anderen 50% kriegen trotzdem noch ihr Leben hin. Manche davon nehmen es ja sogar medizinisch, weil sie es irgendwie brauchen. Deshalb, glaube ich, kann man das nicht pauschalisieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man lethargisch und müde und zum Hänger wird, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr hoch. So, ne? Monto sieht bei den Cam-Einstellungen voll hot aus. Ja, Schnucki. Du hast keinen Bock mehr, du willst nur chillen. Für chillen hast du halt einfach keine Zeit in jungen Jahren, ne? Du weißt ja selber, es geht darum, aus dir etwas zu machen und deinen Weg zu ebnen. Und wenn du halt dein Leben verchillst. Ich mache jetzt sogar einen geistkranken Call. Es wird wahrscheinlich sogar Leute geben, die in irgendwelchen Führungspositionen arbeiten und sich regelmäßig Heroin zwischen die Zähne drücken und es irgendwie gewuppt bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Drogenkonsum und generell nicht in eine Sucht zu verfallen, hat sehr viel mit Charakter zu tun, mit dem persönlichen Umfeld und auch einfach, wie man charakterlich gestrickt ist. Das hat nichts mit Charakterstärke zu tun, sondern das sind einfach bestimmte Veranlagungen, glaube ich, die bei Menschen unterschiedlich hitten und soziale Situationen, Umfeld und so weiter und so fort. Und da kommt es dann einfach sehr darauf an, wie man halt einfach gestrickt ist, wie man aufgestellt ist, bevor man halt irgendwie süchtig wird. Aber natürlich gibt es da also absolute No-Go-Drogen, keine Ahnung, fucking Kokain, Crystal Meth, I don't know, Heroin, der ganze Müll, Digga, lass die Finger von dem Dreck, ihr seid ja nicht dumm, oder? Kann man nicht eine Psychose bekommen? Ja, vom Kiffen kann man auf jeden Fall eine Psychose bekommen. Ich kenne sogar Leute, die sind davon abgekackt. Ich kenne jemanden, der hat ein Jahr lang eine Derealisation gehabt, weil er einen THC-Weingummi gegessen hat. Und der war am Ende, der Typ. Wird es nicht unmöglich, aber Fentanyl, auf jeden Fall deutlich schwerer. Fentanyl aber wieder eine andere Zeitraum, Sache. In dem du so Fentanyl wieder sehr, sehr, sehr chillig. Ich habe gekifft von, wo ich so 12 war, bis Anfang 20 ungefähr, etwas über 20. Dazwischen habe ich eine ganz kleine Pause gehabt, so ein halbes Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr. Also schon eine relativ lange Zeit, würde ich sagen, ja. Kannst du mal beschreiben, wie sah dann so dein Wie wäre es denn jetzt, wenn er jetzt wieder Comeback macht, wieder anfangen? Ist das eine gute Idee, Ted? Typischer Konsum aus, also als du dann, keine Ahnung, 18 warst oder so und schon ein bisschen dabei warst, wie sah dann so ein Beste Tag sogar, ja. Yeah. Bei mir war, ich bin aufgestanden, hab... Beim Monte-Event, ich werde versuchen, ihn zu gaslighten, an meinem Joint zu ziehen. Ich bin so ein Bastard, oder? Eingekifft, hab Bon geraucht, dann bin ich vielleicht arbeiten gegangen oder halt auch nicht. Dann habe ich nochmal eingekifft, so. Also, ja, man wollte den ganzen Tag high sein und chillen, ne? Also, bei dir hat sich dann schon so der ganze Tag eigentlich um das Cannabis gedreht. Schon, und das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich dann irgendwann aufgehört habe, weil ich mich gefühlt habe, wie die... Nehme jeden Tag Fentanyl, aber von Alkohol und Cannabis mache ich nichts. Macher Drogen. Prostituierte des Marihuanas. Das ist Kiffen an für sich ist natürlich auch verwerflich, beziehungsweise die Dosis macht das Gift. Und so wie ich es gemacht habe, war viel zu viel. Aber den ganzen Tag immer dahinterher zu sein, sein Weed zu organisieren und dann rufst du den Dealer an, ja, ich hab nix, ja, ruf noch mal in 10 Minuten an, ruf noch mal eine halbe Stunde an und dein ganzer Tag, ja, du kannst deinen ganzen Tag ja gar nicht gestalten, weil du die ist schon so. Die ganze Zeit dem Gras hinterher und das hat halt einfach mir irgendwann... Hat eine Psychose vom Alkohol, gibt's viele Leute, die auch vom Saufen komplett abkacken, ne? Da bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, das will ich nicht mehr. Will ich nicht mehr. Und dann habe ich aufgehört. Ja. Wann war bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, mein Konsumverhalten wird langsam so ein bisschen problematisch, vielleicht entwickle ich eine Art Abhängigkeit oder so? Ich glaube, das fängt dann da an, wenn du mehr rauchen willst, als du dir leisten kannst. Ne? Also wenn du dann... Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon der kritische Punkt, aber ich glaube, sobald du anfängst, deine normalen Routinen und Gegebenheiten, Freundschaften, Beziehungen und solche Sachen einfach zu vernachlässigen aufgrund deines Drogen- oder Alkoholkonsums. Alkohol ist eine Droge, wir sagen Drogenkonsum. Deines Drogenkonsums solltest du spätestens dann anfangen zu reflektieren, ob du nicht hier gerade eine ganz falsche Abbiegung genommen hast. So wie es bei mir war, die Zeit, wo ich dann, und das waren ja über Jahre, jeden Tag gekifft hast, brauchst du ja auch jeden Tag 10 Euro. Aber es waren dann ja nicht nur die 10 Euro fürs Gras, sondern es war dann ja auch noch ein 5er für Kippen. Vielleicht noch im Idealfall ein 10er für eine Pizza und ein 1,5 Liter Pfanne Eistee zum Chillen wegen Pappmaul. Und dann bist du mal ganz schnell bei 20, 25 Euro. Mach das mal als Jugendlicher oder als Auszubildender oder als Arbeitsloser. So, und dann merkst du halt schon, scheiße, ich will heute kiffen, aber ich habe kein Geld. So fing bei mir dann halt die Beschaffungskriminalität an. Ne? Das ist halt crazy. Also wirklich, das ist halt wirklich krass, dass das bei Marihuana... bei ihm passiert ist, ne? Also man hat jetzt nicht das Bild vor Augen, dass das bei so einer Droge so schnell dazu kommen kann. Aber viele Leute unterschätzen auch, glaube ich, einfach Cannabis und Marihuana sehr stark. Das kann schon abhängig machen, natürlich, gar keine Fragen. Was hast du da so gemacht? Alles Mögliche, egal ob Diebstähle, Kritikkarten. Ich liebe meinen Tagesablauf. Morgens aufwachen und zum Krankenhaus, um mir die abgelaufene Fentanylpflaster auszukochen. Dann spritze ich mir das und gehe pendeln auf einen neuen Tag. Guck mal, Leute, und das ist einfach jemand, der hat eine Routine. Der hat eine Routine und der weiß, was er macht. Versteht ihr, was ich meine? Der Typ ist mindsetmäßig uns allen überlegen. Der hat eine Routine, der steht regelmäßig auf, der geht dahin, kocht die Pflaster aus, spritzt sich das Zeug, geht wieder schlafen und am nächsten Tag wieder aufs Neue.
einfach ein Macher. Ne? Das meine ich ja. Es gibt Leute, die können Drogenkonsum und es gibt Leute, die können nicht Drogenkonsum. Der schafft es einfach. Kartenbetrug. Es kamen auch noch andere Sachen dazu. Einbrüche und so ein Quatsch. Aber da muss ich auch sagen, waren dann auch noch andere Drogen im Spiel. Aber ja, so Kleinkriminalität halt. Ne? Alles, was man halt zu Geld machen kann, hat man dann halt zu Geld gemacht. Und sei es, so, das ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin, aber sei es, du fährst mit Kollegen durch die Gegend, durch irgendwelche Wohngebiete und guckst in die Hintergärten, ob da vielleicht zwei Kisten Cola stehen. So, egal ob voll oder nicht voll. Dann nimmst du die mit, leerst die aus, hast deine 4,50 Euro, ich weiß nicht, oder 3,50 Euro. Dann hast du 3-4 Kisten geklaut, hast deinen Zehner, kannst ja irgendwie tun. Das ist krass, das ist krass. Das ist aber sehr direkt gedacht, das Pfandklauen. Kann ich relaten. Did it as well als Jugendlicher. Wir hatten bei einem Kollegen nebenan einen Getränkemarkt. Wir sind immer die Mauer runtergejumpt und haben da immer Kasten und fässerweise Bier geklaut. Und dann waren wir noch die Bastarde, die das geklaute Zeug im nächsten Getränkemarkt, nicht bei dem gleichen, weil wir waren nicht dumm, sondern beim nächsten Getränkemarkt wieder zurückgegeben haben für den Pfand. Liebe Polizei NRW, ich heb die Schere, schreibt mit, buchtet mich ein. Wie hat sich das Ganze dann auch so auf dich ausgewirkt? W-Kriminalität. Wirkt auf deine Stimmung, wie du dich gefühlt hast? Alles war gut, wenn du einen Weed hattest. Aber diese Null-Bock-Einstellung und dieses Lustlose und die Gleichgültigkeit, die war schon da, ja. Man hatte eigentlich nur Bock auf abends mit den Kumpels chillen auf der Couch, einen Film gucken, eine Pizza bestellen, vielleicht noch irgendwo Klingelstreich machen per Telefon bei irgendeinem Dulli, den man kennt und den man nicht mag, per unterdrückte Nummer und dann Lachflash schieben. Es kommt natürlich auch immer auf deine Lebensphase an, wann du kiffst. Er hatte so richtige Hängerphase, so richtiges Hängerlife, ne? Und da kann man sagen, was man will, da hat er schon rausgeschafft, ne? Da hat er schon irgendwie geschafft, dass er jetzt kein Hänger mehr ist, ne? Bei mir war es... Das ist immer noch mein Leben. Abendsofa und Pizza, habe ich jetzt ein Problem? Nein, Alexa, wenn du jetzt nicht noch zusätzlich dazu dir den Joint jeden Tag drückst, die das leisten kannst und nicht die ganze Zeit bei Kollegen, die du hast, Klingelstreich machst, geht's. Halt einfach, ich bin jemand, der immer nur alles extrem gemacht hat und ich habe... Lass mal so Mauer chillen, du weißt, nur Fentanyl. Alexa, du weißt, wie das Leben läuft. Hat jeden Tag gekifft und dadurch habe ich mir halt in jungen Jahren extrem viel... Kinder, wirklich, ich sag's immer wieder, ab 22 könnt ihr kiffen, lasst vorher die Finger davon, ich mein's wirklich ernst. Baut, ja, weil ich einfach nur chillen wollte, mit den Kumpels. Würdest du sagen, jeden Tag zu kiffen ist problematisch? Prinzipiell... Ich bin klingelstreichsüchtig. ...ist ja alles, was eine Sucht... mit sich bringt und im berauschenden Zustand in einer Menge wie jeden Tag immer problematisch, ja. Ich will nicht sagen, dass es Leute gibt, die das machen, will dir nicht absprechen, dass die... Frage in die Runde, ist der Reiz seit der Legalisierung nicht raus? Ich glaube, es geht einfach nicht um den Reiz. Der Reiz ist ja, dass du einfach fucking high bist und dass du stoned out of your mind bist. Und ich glaube nicht, dass es jetzt mit der Legalisierung irgendwie einen verlorenen Reiz hat. Ich glaube, die Leute, die halt high werden wollen, werden jetzt halt high, machen das legal. Und die Leute, die halt nicht high werden wollen, werden halt immer noch nicht high, I guess. Das ist so der Weg des Ganzen, ne? Die das nicht können. Trotzdem boomt der Schwarzmarkt, habe ich das gerade das Gefühl, ne? Mein Betreuer will nicht, dass ich deinen Stream schaue. Erik ist auch besser so, mach raus. Geh zurück. Aber prinzipiell sollte man bei allen... Tankstellenpumpen in den Arsch ist die neue Meta, vertraut mir. Ich habe dieses Bild auf Twitter 200 Mal gesehen, ich kann nicht mehr. Ding, sich selber hinterfragen, ob man es wirklich jeden Tag braucht. Weil du unterdrückst damit ja auch ganz viel emotional. Du hast jetzt auch gesagt, du hast dann auch diese Gleichgültigkeit erlebt. Wie hat sich das so auf dein Leben ausgewirkt? Also hast du dann auch irgendwie... Dinge vernachlässigt irgendwie. Chat, ich kann nicht mehr. Ich will mir das Video in Ruhe anziehen. Die Klingelstreiche-Legalisierung war ein Fehler, ist geisteskrank. Hört auf. Durch die Sucht? Auf jeden Fall. Ich habe meine Arbeitssuche vernachlässigt, meine Ausbildungssuche habe ich vernachlässigt. Dann, wenn man auch noch ein bisschen älter war, dann die Briefe hat man vernachlässigt, die gekommen sind. Man hat halt auf alles keinen Bock gehabt und hat einfach nur das Minimalprinzip betrieben, dass du halt abends in Ruhe chillen konntest. Ich kenne auch viele Leute, die so ein bisschen auf Cannabis hängen geblieben sind. Also auch Leute irgendwie, keine Ahnung. Jeder hat so ein paar Klebengebliebene bei sich so im Umkreis, oder? Ist ja so. Jeder von uns hat so ein paar Klebengebliebene, die so verklatscht sind und einfach... nicht so wirklich klarkommen, weil sie ja halt durchgehend kiffen sind. Es gibt wirklich auch noch so Leute, Digga, ihr kennt alle diesen mockigen großen Bruder von diesem einen Kollegen, der mit 37 immer noch zu Hause wohnt, Digga, Zehennägel hat wie ein Orang-Utan, Alter, die komplett vergelbten Zähne des Jahrtausends, Halbglatze fährt und sich dann die Bong reinzieht. Also wirklich, ich habe das Gefühl, dass jeder so einen im Freundeskreis hat. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sagt die Mutter immer so, ja, der sucht sich gerade einen Job, der ist krank. Mein Onkel, er ist Sigma, er lebt das Leben. Ist ja auch okay, so wenn der machen soll, dafür haben wir ja Sozialstaat. Wisst ihr, was ich meine? Ahnung, die mit mir zusammen zur Schule... Wenn du niemanden kennst, der kleben geblieben ist, bist du derjenige. Ich kenne leider eine Menge Leute sogar. ...gegangen sind, bei denen das dann auch so war, wo ich das so ein bisschen traurig finde, weil irgendwie in der Schule waren das so voll die smarten Menschen. Und dann haben sie einfach wirklich sich so ein bisschen im Cannabis-Rausch verloren. Und wenn das dann so krass zum Lebensinhalt wird, dass man so gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, ist das schon so ein bisschen krass und traurig auch. Auf jeden Fall. Ja, die Dosis macht halt das Gift. Und man muss ja auch fairerweise sagen, dass es Marihuana ja immer, haben wir eben schon gesagt, immer
höher gezüchtet worden ist und immer mehr auch dafür sorgt, dass Leute Psychosen bekommen und ähnliches. Marihuana macht dich ja jetzt, zumindest ist das damalige Marihuana bei mir, macht dich ja jetzt nicht körperlich abhängig, dass ich irgendwie den richtigen Turkey bekomme, ja, wie jetzt von Heroin oder von Crack. Richtig, ich habe gerade den richtigen Turkey bekommen. Ja, so Cold Turkey, ich check. Oder Crystal Meth oder sowas. Aber nichtsdestotrotz kannst du auch durch deinen Marihuana-Konsum eine Abhängigkeit entwickeln. Psychisch halt, die, ne? In erster Linie auch in deinem Kopf stattfindet. Bei mir war es zum Beispiel. Und dann hört man es. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Das macht das Marihuana lauter, die Stimme. Und manchmal sollten die Stimmen besser nicht so laut reden. Ich habe immer richtig Paranoia gehabt, wenn ich nichts zu rauchen habe, dass ich abends nicht pennen kann. Weil ich halt auf Weed am besten gepennt habe. Das war einer meiner größten Hindernisse, mich dazu zu entschließen, dann auch auf Therapie damals zu gehen. Unter anderem wegen Marihuana, aber auch Koks. Und ich hatte so Angst davor, die erste Nacht ohne berauschende Sachen. Ich finde es halt crazy, weil Koks und Marihuana sind ja, glaube ich, zwei sehr konträre Drogen, wa? Also da muss man schon wirklich dann Bock auf hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter haben. Glaubst du? Ich glaube nicht, dass Leute auf Koks so chillig sind. Also die Leute, die ich jetzt auf Koks erlebt habe, waren sehr, sehr unangenehme Zeitgenossen. Einzuschlafen, weil ich das halt über Jahre nicht gemacht habe. Aber die Realität war, das war kein Problem. Und es war auch echt schön, dann auch wieder irgendwann zu träumen. Und Dinge, die man im Alltag oder im Kopf verarbeitet, aber durch das Marihuana-Rauchen in seinen Träumen nicht auch. Finde die Doppelmoral gut, während Monta seine E-Zigarette zieht, von Sucht zu reden. Ja, ich meine, er erzählt ja nur seine Drogensucht. So, Tabak ist auch eine Droge, würde ich auch dazu zählen. Aber ja, ich glaube, jeder hat seine Laster. Zum Beispiel, ich piss mich gerne ein, während ich streame so. Und jeder hat so sein Ding, wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch vollkommen okay. Auch verarbeitet, dann wie mit der größten Junkie-Community. So viel geträumt. Junkie-Community auf die Eins. Ne? Wenn man jetzt sagt, Cannabis macht ja körperlich nicht abhängig, dann kann das ja vielleicht gar nicht so schlimm sein. Was würdest du sagen, fühlt sich so eine psychische Abhängigkeit an oder was macht das mit einem? Es setzt einen erstmal unter Druck. Denn wenn du darauf angewiesen bist, jeden Tag zu kiffen, musst du das ja auch organisieren. Ich kann jetzt so von mir reden, ich habe die Alkoholsucht hinter mir und ich habe die Kokainsucht hinter mir. Das ist krass. Marihuana war zwar die einfachere Sucht, aber es war trotzdem eine Sucht. Ich glaube, Alkoholsucht und Kokainsucht ist wirklich Dreck. In der Kombination dieses Ding von ich sauf jetzt und dann baller ich wieder Koks und dann sauf ich wieder, bla 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 bla. Das ist wirklich echt ein sehr toxisches Ding, ne? Weil ich kenne das von ein paar Leuten, die feiern gehen. Die können einfach leider nicht ohne Kokain feiern gehen. Das ist krank. Das ist geisteskrank. Die saufen und dann ziehen die in die Nase und sagen, oh, ich bin wieder nüchtern. Und dann saufen die wieder. Aber das Ding ist ja, die sind ja nicht nüchtern, sondern der Kopf gaukelt einem ja nur wegen dem Kokain vor, man wäre nüchtern. Der Alkohol ist ja trotzdem im Blut. Und dann gehen die irgendwann mit 4 Promille nach Hause, Alter, und kriegen fast einen Herzinfarkt. Was für eine Scheiße, Digga. Nimm kein fucking Koks, lass die Finger im besten Falle von Alkohol, so keine Ahnung, Alter. Das ist, nee. Und was das mit mir bewirkt hat, ist, dass mein Lebensinhalt und mein Tagesablauf darauf... Das Beste ist Kokain verkaufen, gleichzeitig konsumieren. Win-win, okay. Aus war, das Weed zu organisieren. Und das Geld dafür zu organisieren. Und für alles andere hatte ich weniger Zeit. Und ich war natürlich auch bereit, muss man ganz klar sagen, kriminelle Dinge zu machen, um Geld zu bekommen, um mir Weed zu holen. Spätestens dann sollte man sich seit... Ja, no joke, Koks bodenlos. Krass, wie das gerade im Hype ist. Ich check das nicht, Chat. Wie kann so eine Ekeldroge wie fucking Kokain wirklich mit einer Wertschöpfungskette, bei der 100 Menschen für ein Gramm gefühlt drauf sind, die Umwelt verpestet, die absolut schädlich für dich und deine Mitangehörigen ist, für deinen Körper ist. Wie kann so eine Droge gerade im Hype sein? Wie kann das sein, dass Leute das so casual, so Bock auf eine Nase? Digga, die Leute genieren sich nicht mal mehr. Die ballern im Club einfach am Table. Versteht ihr, was ich meine? Die Leute genieren sich nicht. Die ziehen einfach Nase. Ist egal, wer zuguckt, weil es ist ja normal. Digga, wo sind wir denn mittlerweile angenommen? Also, das ist doch krass. Das ist doch krass, Digga. Selbst hinterfragen, ob es das noch wert ist, weil das eine ist, jeden Tag zu kiffen, das andere ist aber auch kriminelle Dinge zu machen und eventuell dann auch dafür Strafen zu bekommen, eventuell vorbestraft zu sein. Wofür das dann alles? Nur um zu kiffen. Weil wenn du erstmal vorbestraft bist, also du verbrauchst du so oder so durch Drogenkonsum schon dein Leben, wenn du es jeden Tag machst, ja. Aber dann auch noch mit Vorstrafen und ähnliches. Als du so gemerkt hast, okay. Digga, allein der Prozess, Chat, allein der Prozess, etwas durch die Nase zu ziehen. Hell nah, ich hasse schon Nasentropfen und Nasenspray. Wenn ich was durch die Nase ziehen muss, das ist doch ekelhaft, Bro. Das gehört doch nicht da rein. Digga, das gehört nicht da rein. Das ist für mich so, das ist für mich auf Zäpfchen-Vibe. Weißt du, was ich meine? Das ist aber, da hat es irgendwie noch einen Sinn. Aber das ist irgendwie, Erik, hier braucht keiner eine Beschneidung im Chat. Erik Ilf schreibt, nein, hier braucht keiner eine Beschneidung. Irgendwie
Das Ganze ist so ein bisschen problematisch. Ich bin vielleicht in der Abhängigkeit. Was hast du dann gemacht? Also wie bist du da vorgegangen? Chef Strobel, danke mit der Welt mit 492 Viewern. Kuss. Wir reden gerade über deine Kokainsucht, Chef Strobel. Chef Strobel, wie geht's dir? Hast du die Koksucht überstanden oder nicht? Lieber spritzen. Eins in den Chat, wer Fentanyl liebt. Wie hast du versucht, da rauszukommen? Es gibt ja so ein Klassiker. Wir haben früher Chilipulver gezogen. Ich habe mir einmal so Aheubrause durch die Nase gezogen und ich habe aber sofort Nasenbluten bekommen, Alter. Was für ein Dreck. Das ist das Sprichwort, man muss erstmal richtig Strobel auf die Fresse fallen, um dann auch nochmal aufzustehen. Und das ist halt bei mir passiert. Ich bin einmal richtig auf die Fresse gefallen mit Obdachlosigkeit und dem ganzen Quatsch. Und selbst dann hat es noch Monate gedauert, bis ich realisiert habe, dass nicht der richtige Weg zu gehen ist. Da war aber dann halt, wie gesagt, auch Kokain mit im Spiel und ähnliches. Also ich kann dir da gar keine Antwort drauf geben, weil es eigentlich, obwohl ich auf die Fresse gefallen bin, aber nicht so doll durch das Kiffen, war es mir eigentlich egal. Ich habe einfach weitergemacht, ja. Ey, mit dem Unge-Skandal-Chat, bitte gib mir da ein bisschen Zeit, meine Gedanken zu sortieren, das alles sich anzugucken in Ruhe. Bringt jetzt nichts, wenn ich auf irgendein Alpha-Kevin-Video reagiere. Der macht seine Views auch so. Wie bist du dann da wieder rausgekommen? Durch eine Therapie. Also durch einen Entzug. Ich habe eine Entgiftung gemacht. Aber dann auch vor allem wegen Kokain, oder? Ja, es war ein lustiger Drogencocktail, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Also auf jeden Fall war Kokain ein ganz großer Punkt in meinem Leben, mich auf einer ohnehin schon falschen Fahrbahn ins absolute Nirvana geschossen hat. No joke, das ist das Ding bei fucking Koks. Ich kenne leider wirklich Leute, mit denen ich jetzt nicht mehr Kontakt habe, die durch Kokain ihr verficktes Ego so doll aufgepumpt haben, dass es charakterverändernd war. Diese Menschen haben sich charakterlich so ekelhaft entwickelt, die sind so widerlich geworden, dass man mit denen nicht in einen Raum sein möchte. Versteh dich? Die Persönlichkeit ist wirklich cold, ausnutzend, widerlich geworden. Wisst ihr, was ich meine? Redest du mit Monte auch privat über sowas? Wir haben schon mal über sowas geredet. Na klar, wir sind ja cool. Er redet über Trimax. Ja, es ist Trimax und Julian Bam. Jetzt ist es raus. Könnt ihr alle Klippen auf TikTok posten. Kokainkonsum war so... Natürlich nicht. Die Kirsche auf der Torte, die halt einfach mich in den Abgrund gestoßen hat. Und dann bin ich halt unter anderem wegen Kokain, Marihuana und Alkohol auf Entgiftung gefahren, ja. 3 Wochen. Kokain wirkt doch nur 20 Minuten. Ja, I guess so. Und das ist ja das Ding. Du nimmst ja das dann immer wieder, ne? Dann geht so eine Entgiftung. Danach geht man normalerweise in eine Langzeittherapie. Ich bin 2 Wochen geblieben. Krass. Bin dann clean geblieben über längere Zeit. Dann habe ich leider wieder Alkoholsucht entwickelt. Dann habe ich auch nochmal angefangen zu kiffen. Aber das habe ich dann alles selber hinbekommen, damit aufzuhören. Aber Kokain habe ich seitdem zum Glück auch nicht genommen, ja. Ich glaube, so die Rückfälligkeit bei Alkohol und Kokain ist, glaube ich, sehr, 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 sehr groß. Ich weiß jetzt nicht, wie sie für Marihuana steht so, aber ich glaube halt so Alkoholrückfälligkeit, also es hat ja schon einen Grund, warum man trocken sagt, weil es gibt ja, wenn du Alkoholiker bist, nicht den Weg, wo du sagst, ah, jetzt habe ich 3 Jahre lang nicht getrunken und jetzt gehe ich einfach mal hin und trinke dann einfach noch 10 Jahren nochmal irgendwie was. Wisst ihr, was ich meine? Und es ist ja so allgegenwärtig und so und du wirst ständig so, also das ist schon echt, echt krank. So, ne? Was macht man in so einer Entgiftung oder in so einer Therapie? Also wie lernt man da mit der Abhängigkeit umzugehen? Das war echt scheiße, muss ich sagen, da, ja. Das war richtig kacke. Das war wie ein Gefängnis im Grunde. Du bist eingeschlossen, du kannst nicht selber entscheiden, wann du rein und raus gehst. Du hast Gitter vor den Fenstern, damit du nicht abhauen kannst, beziehungsweise dir auch niemand Drogen und ähnliches irgendwie schmuggeln kann. Was macht man da? Ja, Zeit totschlagen, ne? Also du musst dich mit dir selber beschäftigen. Für mich, das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Eine Stunde, die da vergangen ist, hat sich angefühlt wie 3 Stunden. Klar, du hast auch Therapiesitzungen, wo du in Gruppengesprächen dich unterhältst. Und glaubst du, ein ehemaliger Alkoholiker würde anfangen zu trinken, aber dafür einmal im Monat? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, jemand, der stark alkoholabhängig gewesen ist, kann nicht einfach wieder mal ein Bier normal trinken. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, nein. Über dein Suchtverhalten redest, aber in erster Linie musst du dich damit dir selber beschäftigen und das nüchtern. Wenn man sich mit sich selber beschäftigt und vielleicht auch versucht, irgendwie die Gründe zu erfahren, warum man irgendwie diese Abhängigkeit entwickelt hat, wie war das? Also, weißt du? Ich trinke nicht mehr. Ich will jetzt auch 3 Monate Dry Summer machen. Ich habe keinen Bock mehr zu saufen. Fuck mich nur noch ab. Nervt mich. Irgendwie so einen Auslöser gab. Für viele Menschen ist sowas ja auch die Möglichkeit, irgendwelche anderen Probleme zu verarbeiten. Irgendwie stabil wichtig. Traumata oder was auch immer. Ich habe eigentlich kein Trauma von früher. Also, ich hatte eine gute Kindheit. Ich hatte Eltern, die mich geliebt haben. Ich habe Großeltern. Ja, seitdem sind Kirmes oder Volksfeste komplett sinnlos. Ja, ich glaube, es gibt halt schon leider viele Veranstaltungen, die darauf abzielen, dass du halt maximal besoffen bist, weil du ansonsten halt wirklich da die Stimmung nicht verstehst und den Vibe nicht catchst, wa? Die mich. Ich glaube, Malle betrunken gibt es natürlich auch Leute, die machen das auch nüchtern. Aber ich würde fast schon sagen, dass der Großteil von Malle-Besuchern sich auf jeden Fall da die Rübe zerdellt, ne? Klar. Geliebt haben und alle lieben mich immer noch. Ich glaube, bei mir war es halt einfach eine Perspektivlosigkeit in der Jugend, dass ich halt nicht wusste. Elternabende zum Beispiel muss man immer betrunken wahrnehmen. Plus 1 Shoutout, dann meinte von mir Spaß. Wer ich bin, wohin ich möchte
beruflich auch. Das hat sich auch echt Ballermann, lange durch mein Ballermann. Leben gezogen, muss ich sagen. In dem Marihuana-Konsum habe ich halt einfach meine Flucht gesucht, weil ich hatte dadurch halt was zu tun, halt abends mit den Kumpels chillen. So. Davor bin ich halt vor meinem Problem auch weggelaufen. Ja? Such dir einen Job, mach eine Ausbildung, mach was Gescheites aus dir. Das ist ja das, was deine Eltern immer zu dir sagen oder deine Großeltern. Jeder möchte ja, dass aus dir was wert als Familienmitglied. Das ist Wahnsinn, ich habe in einer Stunde 2 Subs gemacht, Chat. Ich glaube, ich kann es bald hauptberuflich machen. Wir gehen weiter. Und ich glaube, durch das regelmäßige Kiffen bin ich dem Ganzen halt einfach... Oder wollte ich dem Ganzen entfliehen, ja? Wenn man jetzt so ein Problem mit Cannabis, mit seinem Cannabiskonsum hat, muss man da zwingend eine Therapie machen? Keine macht den Drogen, lieber den Psychosen. Ich bin dumm. Bro, ich weiß nicht, ob das der Call ist, Erik. Ich weiß nicht, ob das der Call sein sollte. Ich weiß nicht, ob das der Call ist. Keine macht den Drogen, lieber den Psychosen. Ja, aber guter Rat teuer ist. Hör auf die Stimme. Hör, was sie sagt. Hört nicht auf die Stimme. Um da rauszukommen oder... Was kann man tun, um das Ganze in den Griff zu bekommen? Wenn man es wirklich will, auch mit Marihuana, muss man einfach aufhören. Das hört sich immer relativ simpel an, aber ja. Es ist halt einfach ja. So. Wenn du wirklich den Biss hast und den Ehrgeiz, das zu schaffen, dann schaffst du das auch. Justin Fanta Plug, ich habe leider... Justin Fanta Plug, das kann nicht sein, dass du so heißt. Ich habe leider kein Geld zu subben, aber Carsten war im Angebot. Ist okay. Es ist nicht so, als wenn du, wie beispielsweise bei Alkoholismus, wirklich in die Therapie gehen musst, weil du durch den Entzug durchs Alkohol sogar sterben kannst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Der körperliche Entzug von Alkohol kann dich tatsächlich töten. Das ist verrückt. Einfach aufhören. Und das war, als ich dann von der Therapie wiedergekommen bin und rückfällig geworden bin, war halt der Punkt auch bei mir, wo ich mir gesagt habe, ich will das nicht mehr und ich will jetzt aufhören. Und dann bin ich am nächsten Morgen mit meinem restlichen Kraut, was ich noch hatte, losgefahren und mit meiner Bong. Und habe die auf einer Brücke in Buxtehude zerstört, also zersplittert und mein Weed in die Äste, das ist ein Fluss bei uns in Buxtehude, geschüttet. Und von dem Zeitpunkt habe ich dann halt für mich entschieden aufzuhören. Krass, ja gut. Man muss halt wirklich wollen. Gut und das so. Ist halt, das glaube ich, einer der Probleme, dass viele Leute sich halt sagen, ich höre morgen auf. Jetzt am Wochenende ist noch mit Kumpels chillen, ich höre nächsten Monat auf. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, dann sollte man sich Hilfe suchen, ja. Ob es jetzt in Form von einer Entgiftung ist, das weiß ich nicht. Es reicht aber auch schon ein Gespräch. Es gibt Therapiesitzungen, also so Selbsthilfegruppen, wo man mit Leuten... Umweltverschmutzung, aha, jetzt sind die Fische high. Ja, so ist es. Redet. Vielen Dank. Wenn man wirklich Hilfe suchen möchte, dann findet man die auch, ja. Was raushauen, bis der reich wird. Also man muss schon wirklich auch wollen, ne? Also man, ja... Darf das jetzt nicht einfach so ein bisschen versuchen, so nebenbei, ja, es wäre vielleicht besser aufzuhören, sondern man muss sich da schon irgendwie sagen, okay, ich höre jetzt auf und ziehe das auch tatsächlich durch. Ja, hundertprozentig. Also es ist ja nicht nur mit Weed oder mit allgemein, mit Drogen, es ist ja mit vielen Dingen im Leben. Ne? Wenn du es wirklich willst, dann schaffst du es auch. Yeah. Aber du musst halt wirklich den Biss haben. Am Ende, wenn man jemand ist, der wirklich extrem viel Marihuana raucht und das über Jahre. Sepp, aber so, danke für den Prime. Guck mal, wieso schenken Leute gerne so Millionären ihr Geld? Weil die Leute einen Prime-Sub haben, der kostenfrei ist, by the way, den sie einfach hier einsetzen können. Verstehst du, was ich meine? Das könnt ihr jetzt zum Beispiel machen, weil gerade ist ein Hype-Train. Könnt ihr mal gucken, ob ihr einen Prime-Sub habt. Nutzt den einfach und gut ist. Jeden Tag, dann ist es ja auch einfach so, da musst du dir auch selber bewusst machen, dass du eine Suchterkrankung hast. Und eine Suchterkrankung verschwindet nicht, wenn du aufhörst. Wenn du einmal suchterkrankt bist, bist du für immer suchterkrankt. Das vielleicht die andere Motivation. Wenn ihr euren Prime-Sub nutzt, fickt ihr Jeff Bezos und Amazon. Vielleicht ist das für euch eine Sache, die es geil macht. Vielleicht bringt euch das weiter im Leben. Im Alkoholismus genauso. Nur weil du trocken bist, heißt es nicht, dass... Kann mein Prime-Sub nicht geben, sonst kommen meine Pakete nicht mehr an. Ist der dämlich. Dass du nicht noch Alkoholiker bist. Also du hast seit 3 Jahren jetzt nicht getrunken, aber trotzdem bist du immer noch Alkoholiker. Prime-Sub geht auf Handy. Und die Gefahr ist halt, wenn du aufhörst, und du sagst, na, ich höre jetzt eine Woche auf oder ein halbes Jahr und dann fange ich wieder an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du danach deinen Konsum im Griff hast und ihn wirklich konsequent dir einteilst, einmal im Monat, die Wahrscheinlichkeit ist unfassbar gering. Wenn du einmal Hardcore-Konsument bist, bist du in dem lang Hardcore-Konsument. Und solltest dann auch dir bewusst machen, wenn du dich dazu entscheidest, aufzuhören, dann musst du eigentlich auch für immer aufhören. Ja, stimmt schon. Ja, wichtiger Punkt, dass es eine Krankheit ist. Ne? Philosoph ist krank. Also, dass es sich ja tatsächlich um eine Suchterkrankung handelt. Und wie auch bei anderen Krankheiten kann man sich da ja dann Hilfe suchen. Genau, das ist wirklich wichtig, dass die Leute das realisieren. Das ist nicht nur... Ja, Sucht ist halt for real. Es heißt ja Suchterkrankung aus einem Grund. Es ist ja schon, es hat einen Reason, so warum das Suchterkrankung heißt, ne? Ja, ich kiff mal ab und an mal ein. Wenn du das über lange Zeit regelmäßig machst, dann bist du wirklich krank. Nicht krank im Sinne von, ne, irgendwie Psycho oder whatever. Aber es kann natürlich auch passieren, theoretisch gesehen, ne? Und Psychose kannst du auch bekommen. Aber du hast eine Suchterkrankung, das solltest du dir eingestehen, ja? Und wie war das bei dir? Hat das dann beim ersten Mal direkt funktioniert, einfach aufzuhören? Und ja, dann war es das. Also ich war 2 Wochen auf Entgiftung, bin wiedergekommen und bevor ich...
zur Entgiftung gegangen bin, war ich 3 Monate ungefähr obdachlos, weil meine Großeltern mich rausgeschmissen hatten. Und dann habe ich relativ schnell eine Suchtverlagerung gestartet, muss ich gestehen, von Kiffen auf Alkohol. Dann bin ich dem Alkohol verfallen und habe dann während meiner Alkoholikerzeit auch wieder angefangen zu kiffen. Digga, kannst du aufhören, Fentanyl im Chat gut zu reden? Das reicht jetzt. Wenn man auf Fentanyl hängen geblieben ist, ist man nicht krank. Fentanyl ist ein Medikament. Ich bin also gesünder als ihr alle zusammen. Hör auf, Fentanyl im Chat gut zu reden. Fentanyl ist eine verfickte Droge. Hör auf damit. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt, okay? Es reicht. Es reicht. Fentanyl ist eine Droge und kein Medikament. Es reicht. Mein Gott, Digga. Follow the Fox is 5. Dankeschön. Hier, mach das hier. Hör auf die Stimme lieber. Dann muss ich aber eine Sache sagen, die mir sehr auch geholfen hat. Diesmal habe ich es nicht von meiner Oma verheimlicht, sondern habe ihr in der Küche, weiß ich noch ganz genau, gestanden, dass ich wieder kiffe. Und dann habe ich halt, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Und wisst ihr, was man bei der Rebisucht macht? Reinzappen. Das war einfach eine Situation, wo ich mit meiner damaligen Freundin chillen wollte. Also sie hat gearbeitet. Und wir wollten uns abends treffen und es ging halt kein Weed. Ich wollte mir dann Weed organisieren, das ging dann nicht. Und ja, komm mal später wieder und später. Und eigentlich wollte ich nur mir einen entspannten Abend machen. Aber es ging nicht, weil ich die ganze Zeit auf der Suche war nach meinem Gras, weil ich nichts mehr hatte. Dann habe ich einen Kollegen angerufen und ihm gesagt, jo, Digi, hast du was? Er meinte, ja, ich habe einen Zehner, hol dir den in 2 Stunden ab. Ich habe mich gefreut. Nach 2 Stunden fahre ich mit meiner damaligen Freundin dahin, rufe ihn an und sage, jo, ich bin hier. Bring mir mal den Zehner bitte runter oder soll ich hoch? Oh, scheiße, habe ich vergessen, habe ich schon verkauft. Und dann saß ich da und eigentlich wollte ich mir nur einen entspannten Abend machen und bin diesem Gras hinterhergelaufen. Ja, das hat sich, krass, ich habe mich richtig, richtig dreckig gefühlt. Und man fühlt sich halt, glaube ich, so Junkie, ne, wenn man dann den ganzen Abend da diesem Hai hinterherläuft. Das ist eklig. Dann habe ich mir an dem Abend gesagt, auf die Scheiße habe ich gar keinen Bock mehr. Ich fühle mich wirklich wie ein Idiot hier die ganze Zeit hinterherzulaufen. Würdest du sagen, du bist ein Mensch, der anfälliger für Sucht ist? Also alles, was in irgendeiner Art und Weise mich süchtig machen kann, macht mich süchtig. Also ja, das wollte ich jetzt gerade gesagt haben. Habibi, wir kennen uns schon was länger, Marcel, aber ich glaube, du bist ein absoluter Suchtmensch, wa? Also das kann man schon sagen. Was ein schlechter Junkie, das Gefühl hatte ich 10.000 Mal. Ja, da heißt es Mindset, durchziehen, ne? Dann noch seine Droge holen, da nicht aufgeben. Nee, also keine Ahnung. Ich zum Beispiel habe das große Glück, abseits von meiner Fresssucht, was Zucker angeht, die ich jetzt auch diese Woche komplett geskippt habe einfach, weil ich gesagt habe, ich höre einfach auf, auch Kaffee zu trinken und sowas, davon weg zu sein so. Und ich finde, Sucht ist voll langweilig. Also es klingt jetzt krank so, aber mich langweilt das, weil ich so krankes ADHS habe. Ich kann nicht süchtig sein. Ich bin nicht so, weiß ich nicht, Sucht ist für mich so, boah, wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche konsumieren müsste, das Gleiche machen müsste, das Gleiche spielen müsste oder, ich würde verrückt werden. Ich würde verrückt werden. Versteht ihr, was ich meine? Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Hat das irgendwie, also diese Erkenntnis irgendwie jetzt Einfluss auf dein Verhalten? Also bist du jetzt besonders vorsichtig, was irgendwelche Sachen angeht? Ja, schon, also. So geil, und jetzt müsst ihr den Vape hitten. Gerade was so verschreibungspflichtige Tabletten und so. Oh ja, den Film fühle ich aber. Ich habe Oxycodon und, habe ich ja schon mal gesagt, Oxycodon beim Kreuzband und Tilidin bekommen. Tilidin habe ich gar nicht genommen. Oxycodon musste ich direkt nach der OP nehmen. Fand ich richtig scheiße, war richtig kacke. Ein anderes ist ein Opiat, das andere ist Tilidin, ist ein Benzodiazepat, keine Ahnung. Direkt weggetan. Direkt weg. Wollte ich gar nicht erst probieren. Die meinten, nö, das hilft aber besser als Ibuprofen und sowas. Oder so ein Scheiß. Ich habe gesagt, Digga, dann stelle ich lieber wirklich die 3 Wochen die Schmerzen durch, als ich, bevor ich jetzt hier irgendwie mir Oxys oder sowas reinknalle. Wisst ihr, was ich meine? Das war gar nicht meins. Habe ich da noch zum Glück nicht gemacht. Weil das ist halt eine Sache, da kannst du auch körperlich richtig gefickt werden von. Und bei mir ist psychisch der Aspekt so, vielleicht habe ich noch nicht die richtige Substanz gefunden, die mich körperlich abhängig genug macht, I don't know. Aber psychisch würde ich sagen, kann ich da, glaube ich, persönlich so, ne, einen guten Abstand immer von gewinnen. Aber ja, so mit sowas ist wirklich beschissen. Also das muss es so richtig beschissen. Angeht, als ich vor einigen Jahren einen Nervenzusammenbruch hatte und mir es mental einfach nicht gut ging, hat mir auch so ein Onkel Doktor so eine Muntermachpille gegeben. Und natürlich war das Verlangen, die zu nehmen, relativ groß. Aber ich wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die nehme und mich gut fühle, berauschend fühle, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass ich die... Durch einen Unfall muss ich mein Leben lang Medikamente nehmen. Ich nehme Oxycodon als Medikament, ist mir jetzt beschissen. Ey, das tut mir sehr leid. Ich hoffe, es wird irgendwann besser und es wird sich irgendwann eine Alternative für dich ergeben. Toi, dreimal auf Holz. Tilidin ist kein Benzo. Ja, Tilidin ist ein anderes, ist auch kein Opiat, ne? Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber ja, Opiate sind wirklich sehr gefährlich, Chat. Passt mit sowas auf. Ist leider auch eine Trenderscheinung mittlerweile durch Hip-Hop und sowas geworden. Digga, nicht machen, wirklich. Die dann danke, Halbtrend, Couscous. Dann habe ich sie halt nicht genommen und die Toilette runtergespült, ja. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Es gibt ja viele Menschen, die einfach anfälliger für Sucht sind. Also ich habe irgendwie das Glück, dass es bei mir nicht so ist. Sonst genauso. Könnte ich irgendwie die Videos wahrscheinlich auch gar nicht machen. Aber genau, man weiß das ja nicht so richtig am Anfang. Und kann ja sein, dass man irgendwie
einmal das ausprobiert und direkt irgendwie da reinrutscht, weil man einfach anfälliger dafür ist. So weiß man ja nie so richtig, was so die Voraussetzungen auch sind von einem selber. Das stimmt, ja. Also ich sag auch immer den Leuten, die mir zuschauen, sage ich immer eine ganz, ganz klare Sache. Beispielsweise du, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, Felix, hast noch nie Heroin genommen. Und du hast da eine Hemmung vor, richtig? Wie vor vielen Dingen im Leben hast du eine natürliche Hemmung davor. Ja. Und diese Hemmung bewahrt dich im Leben vor vielen negativen Erfahrungen, ja, weil halt einfach deine Alarmglocken angehen und du weißt eigentlich, es ist etwas, was du nicht machen solltest. Wenn du dich dann aber dazu entschließt, das zu machen und diese Hemmung weglegst und diese Hemmung brechen, wird es beim nächsten Mal in der Situation, wenn dich jemand wieder damit konfrontiert und sagt, ey, hier, ein bisschen Kokain, ein bisschen Heroin, dann hast du die... Bisschen Heroin, ey, hier, normaler Tag am Ebelplatz. ...Hemmung schon durchbrochen und es wird dir beim zweiten Mal nicht mehr so schwer fallen, Nein zu sagen. Was der Mann, der hier ein bisschen langsamer im Kopf ist und der stottert, versucht zu sagen, ist, hört auf eure innere Hemmschwelle. Diese Hemmschwelle ist auch tatsächlich so wie Angst ein Katalysator und ein gewisses Warnsignal, wie ihr sagt, Alarmglocken, ist wirklich for real dafür da, um euch halt wirklich zu warnen, ne? Sich darüber hinwegzusetzen, ist manchmal nicht verkehrt, also aus der Comfortzone rauszukommen, aber aus der Comfortzone rauskommen heißt jetzt halt nicht, dass man sich Heroin drücken soll, I guess, Chat. Und beim dritten Mal wird es dir noch weniger schwer fallen, nein. Nee, beim dritten Mal bist du schon abhängig. Und so kommt man ganz schnell in den Teufelskreislauf, weil deine natürliche Hemmung, die du vor gewissen Dingen hast, einfach weg ist. Und deswegen kann ich persönlich eigentlich nur jedem sagen, fasst einfach gar nichts an. Es ist nicht schlimm, nüchtern im Leben zu sein. Hast du gerade noch irgendwelche Abhängigkeiten? Ja, E-Zigarette, also Nikotin auf jeden Fall. Spielsucht, ich gehe gerne mal spielen, ja. Das sind alles Dinge, auf die ich eigentlich auch verzichten sollte, ja. Es aber nicht mache. Was würdest du sagen, warum nehmen Menschen überhaupt Drogen? Ich nenne jetzt einfach mal ein klassisches Beispiel, wie Leute eine Abhängigkeit auch entwickeln beispielsweise. Okay, aber es geht jetzt gerade um eine ganz andere Frage. Deine Freundin trennt sich von dir und du fühlst dich unfassbar kacke. Kennen wir alle. Was machen einige Leute, wenn es ihnen scheiße geht? Saufen. Nicht nur auf eine Trennung bezogen, sondern insgesamt in einer Lebenssituation, wo es dir kacke geht. Dafür zu sorgen, dass es dir nicht kacke geht. Und wie schaffst du das? Indem du berauschende Mittel zu dir nimmst. Das heißt, deine Freundin hat sich von dir getrennt. Ich zum Beispiel dann Garfield Hentai Porn. Bei der letzten Trennung haben mir sehr dabei geholfen, dass ich darüber hinwegkomme. Der Garfield Hentai Porn Folder auf meinem PC hat 632 GB gehabt und hat mir unfassbar doll dabei geholfen, davon wegzukommen, zu sehen, wie Garfield mit seinen 16 Hentai-Armen die Lasagne fickt. Das war für mich einfach Balsam für die Seele. Und wenn es mir gefallen hat, Chat, okay, wenn es mir gefallen hat, dann lasst mich. Ihr könnt mich judgen, aber das bin ich und ich stehe dazu. Und du... Sorry, ich bin gerade wieder abgerutscht. Ich habe die Stimme gehört, tut mir leid. Du knallst hier richtig heftig in den Joint abends rein oder trinkst hier ein Bierchen oder zwei oder drei Bierchen und auf einmal schüttet dein Körper Endorphine aus, Glücksgefühle wieder und dir geht's ein bisschen besser. Aber die Realität ist, am nächsten Morgen wachst du auf und dir geht's wieder scheiße. Und dann fängt schon die Sucht an, weil dann wird dein Suchtgedächtnis oder wie man es auch immer nennt, dann wird anklopfen und sagen, ey, heute... Ich hatte nie eine Freundin, muss ich Drogen nehmen, um einen zu bekommen? Nein. Geht's dir scheiße? Dann rauch doch mal wieder ein oder kiff mal ein, dann geht's dir wieder besser. Und so schlittern dann auch viele Leute in eine Abhängigkeit rein, ja, weil sie halt in einer Situation, wo es ihnen schlecht geht, etwas nehmen und dann geht es ihm besser, ja. Jetzt wurde Cannabis ja legalisiert. Was hältst du von der Legalisierung? Also ich bin erstmal ein Befürworter von der Legalisierung, weil halt einfach, wenn du im Verhältnis siehst, Alkohol legal, wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass Alkohol die deutlich schlimmere Droge ist im Verhältnis. Und ich finde es sehr gut für die Konsumenten, die auch nur ab und an mal konsumieren, dass sie nicht mehr kriminalisiert werden. Es war längst überfällig und ich finde es gut. Also ich bin da ein Befürworter für. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, man sollte es gar nicht machen, aber... Wenn man es macht, sollte man dafür nicht so hart kriminalisiert werden wie in der Vergangenheit, ja? Glaubst du denn, ja, man kann irgendwie risikoarm kiffen? Also geht das, dass man irgendwie nur ab und zu mal kifft, ohne dass das dann irgendwie problematisch wird? Auf jeden Fall geht das, klar. Aber wie eben schon gesagt, du musst es halt für dich selber entscheiden. Wenn du erwachsen bist, natürlich, wir reden immer nur... Das ist halt das Ding, genau. Ich glaube, sobald du mündig und volljährig bist, dann darfst du das selber entscheiden. Dann kann man das machen. Aber halt gerade im jungen Alter, ne, ist die Verleitung dazu, halt einfach zu greifen, sehr hoch. Ey, Chat, ich muss ganz kurz pissen. Die Konfirmandenblase drückt, Alter. Die Stimme ist da und ich höre auf sie. Über erwachsene Menschen, die das nehmen, Jugendlichen und unter 18-Jährigen würde ich es sowieso nicht empfehlen. Aber wir reden über erwachsene Menschen, die das für sich entscheiden, das eventuell mal zu probieren. Das ist ja okay, können sie ja machen, ist deren Leben. Aber sie müssen sich halt immer bewusst sein, wenn sie es probieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie voll drauf kleben bleiben, vielleicht gering.
aber eine Wahrscheinlichkeit besteht halt immer noch, darauf kleben zu bleiben. Und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Was würdest du sagen, wie hat sich dein Leben so nach der Abhängigkeit entwickelt? Ich bin ist positiv auf jeden Fall, ja. Partner, lieber 187, Dankeschön für den Gift, Zap, Kuss. Man sucht ja dann andere Beschäftigungen, Dinge, die einem Spaß machen. Man ist viel motivierter und man hat auf einmal auch viel mehr Zeit am Tag. Natürlich bin ich jetzt vielleicht auch ein Paradebeispiel mit YouTube danach und so. Aber bei mir ging das Leben danach nur positiv bergauf. Also die ganze negative Scheiße, die ich damals gefressen habe, in der Zeit habe ich in Positivität umgewandelt. Ja. Fehlt dir das Kiffen manchmal? Ich habe das auch schon mal selber erwähnt. Gelegentlich habe ich dann mal wieder CBD-Marihuana geraucht mit einer ganz geringen Ringmenge THC. Aber dieses scharfe Weed, was mich wirklich in den Sessel reindrückt, gerade auch bei dieser hochgezüchteten Scheiße, fehlt mir überhaupt nicht. Ne? Hat überhaupt gar keinen Mehrwert für mich. Jetzt hast du gesagt, bei dir war ja so mit ein ausschlaggebender Punkt, aufzuhören zu kiffen, dass das Ganze drumherum auch super stressig war, dass du so abhängig davon warst, auch ja, dem ganzen Prozess, Cannabis zu kaufen und so. Jetzt ist das ja leichter, dadurch, dass es legalisiert wurde. Mhm. Warum kiffst du dann nicht jetzt einfach wieder? Ja, weil ich erwachsen geworden bin, weil ich meinen Rausch jetzt durch Geld verdienen bekomme und durch geilen Scheiß machen. Und ganz entscheidender Punkt für viele auch da draußen, warum die auch aufhören, ist mein Führerschein. Hat einen Punkt, ja. Klar, die Führerscheine wurden ein bisschen angepasst, die Gesetze, aber letztendlich als Dauerkonsument läufst du immer Gefahr, dass du deinen Führerschein verlierst, wenn du angehalten wirst. Ja. Und mein Führerschein bedeutet mir unfassbar viel, ja, er bedeutet mir Freiheit. Und der ist mir viel mehr wert. Genauso wie offen auf der Autobahn fahren. Ja? Ich will das Gaspedal durchdrücken können. Die Grünen können mir am Arsch lecken. Ich will 200 fahren. Das ist für mich ein Gefühl von Freiheit. Das lasse ich mir nicht nehmen von denen da oben drin. Das ist mein Leben und ich fahre so schnell, wie ich will. Versteht ihr mich? Und wenn ich einen verfickten Dieselbenziner fahren will, dann fahre ich einen verfickten Dieselbenziner. Ich lasse mir nicht von denen da oben alles wegnehmen. Die wollen die Wurst, das Fleisch teurer machen. Dann wollen sie mir den Benziner nehmen und jetzt auch noch wegen der Legalisierung den Führerschein. Ich lass mir die Funkte in Flensburg nicht aufschreiben, ich fahr wie ich will mit meinem Geländewagen. So, und dann hole ich mir noch ein zweites Auto, damit die ganzen Fotzen, die Elektroauto fahren, dann nochmal ihre Klimabilanz hinten in den Arsch bekommen. Ne? Also, ich lass mir nicht mein Bierchen, mir eine Grillwurst und mir ein Dieselfahrzeug wegnehmen, ihr Fotzen. Das reicht mir jetzt. Ihr Wichser. Wert als Kiffen. Alleine aus dem Grund würde... Lastenrad auf die Eins. Du bist eine Fotze, bist du, wenn du Lastenrad fährst. Hörst du mich? Eine Fotze, bist du, wenn du Lastenrad fährst. Du, den eine blöde Göre vorne ins Lastenrad. Ich fahr den mit der G63 oben, fahr ich dich. Ja? Du Schwein. Lastenrad. Ja? Bist du wahrscheinlich noch Veganer oder was? Wahnsinn, ey. Das ist krank. Das ist krank, wie wir hier manipuliert werden. Wegen Merkel! Würde ich gar... Ich komm nach Köln. Ich bin in 10 Stunden da. Wohnst du nicht in Bonn? Kann ich mehr anfangen zu kiffen. Weil ich halt einfach nicht drauf verzichten könnte, Auto zu fahren täglich. Und vermutlich würde ich aber jeden Tag wieder kiffen. Also habe ich die Entscheidung, entweder jeden Tag kiffen oder frei sein und Auto fahren. Bruder, schon mal gehört von einem Cannabis-Rezept? Entscheide ich mir natürlich für meine Freiheit und Auto fahren, ja. Was würdest du sagen, was hast du da jetzt durch deine Lebensgeschichte über das Thema Sucht gelernt? Ja, Sucht ist auf jeden Fall ein ganz gefährliches Gebiet. Und sollte man sich in einer Sucht befinden, sollte man so schnell wie möglich nach dem Rettungsring greifen. Und sich Hilfe suchen, weil... Bei mir war der Rettungsring der Russwald für mich die Telegram-Gruppe, wo mein Onkel mich hat reingemacht. Habe ich mal richtig reflektieren können, mal richtig gelernt, was denen da oben mit uns machen. Damit man mal versteht, was hier los ist. Eine Sucht hat nie ein gutes Ende im Grunde, wenn du in der Sucht drin bist. Das einzige Gute an der Sucht ist, wenn die Sucht aufhört und du dir Hilfe suchst. Ja. Wenn du drogenabhängig bist... Ab 250 km/h übernimmt bei mir Jesus das Steuer. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Das ist krank. Das ist verfickt nochmal krank. Also, ja gut, ne? Ja, nee. Ey, wenn du das so machst, dann fahr bitte nicht in meiner Nähe. Dann passt das. Amen to this man. Zu einem anderen Menschen und machst Dinge, im schlimmsten Fall, die deine Mitmenschen um dich herum verletzen. Leute, die immer für dich da sind, machst du traurig. Was ich für ein Auto fahre, ich fahre 3 Stück davon und eins fahre ich dir nicht mit über den Fuß. Das geht dich einen Scheißdreck an, ne? Willst Auge machen? Eine Mutter. Fotze mit deinem Tesla. Weint wegen dir, deine Oma weint wegen dir. Und das alles wegen ein bisschen Naschi-Naschi. Am Ende des Tages, es ist nicht wert. Und ich kann jetzt auch sagen, mittlerweile, ich bin jetzt 36, ich habe unfassbar viele Menschen in meinem Umfeld gehabt, damals und auch über die letzten Jahre, die immer noch konsumieren oder konsumiert haben. Und ich kann euch sagen, keiner von denen hat es mit seinem krassen Drogenkonsum geschafft, erfolgreich zu sein. Die Leute, die erfolgreich im Leben sind, richtig erfolgreich im Leben sind, mit beiden Beinen. Ja, aber Steve Jobs hat doch
Steve Jobs hat doch einmal LSD genommen. Der ist doch ein Genie gewesen und Milliardär. Warum lügt er beim Alter? Ja, das ist halt vom Kiffen, ne? Eine Familie haben und ähnliches, haben irgendwann den Absprung geschafft, ne? Man muss halt auch fairerweise sagen, das habe ich selber damals nie so gesehen. Aber natürlich ist für einige Leute auch dann eine Droge wie Alkohol oder halt auch Marihuana eine Einstiegsdroge. Weil irgendwann hast du halt einfach nicht mehr den Rausch. Wenn du jeden Tag konsumierst, wärst du ja nicht mehr richtig high. Du hast ja nicht mehr dieses, oh, lach. Ich weiß auch nicht, wegen Ruhe und Love, bitte chillen. Flash, Fressflash und so. Du bist, wenn du kiffst, dann wie ein normaler Mensch. Eher würden Leute denken, du hast was genommen, wenn du nichts genommen hast. Weil es halt so und normal dann ist halt auch die Gefahr, dass du andere Dinge nimmst. Ne? War das bei dir dann so, dass du dann dadurch ja auch irgendwie andere Sachen ausprobiert hast? Schon, ja. Und ich muss halt auch sagen, dass man den einen oder anderen Kollegen dann auch zum Beispiel, was jetzt das Schrecklichste... Sherlock Holmes hat auch geguckt, sie macht das jetzt auch. Szenario ist, Freunde oder Leute, die man kannte, verloren hat, die, mit denen man angefangen hat zu kiffen. So, und die haben sich dann irgendwann dazu entschlossen, no andere Dinge zu nehmen, wie Tabletten. Gutes Interview. Und einige von denen nehmen nicht mehr, weißt du? Gutes Interview. Die sind mit Mitte 20 gestorben. Krass, Überdosis, ja. Von Zug geschmissen. Und das sind alles auch Gefahren, die jeder Drogenkonsum mit sich bringt. Und das ist halt nicht wert. Ja, also bist du jetzt schon eher so der Meinung, Drogen braucht man nicht unbedingt im Leben? Ich bin jetzt seit 12 Jahren nüchtern. So. Natürlich, man braucht keine Drogen im Leben, ne? Und wie ich ja eben schon gesagt habe, man sollte sich immer bewusst sein, ich will niemanden absprechen, das zu machen, aber man sollte sich immer bewusst sein, dass sich das Leben dadurch drastisch verschlechtern könnte, ja? Das könnte, war ja. Das Interview mit Montana Black Stark. Über seine Drogenvergangenheit. Starkes Wenn ihr sowas Interview. Nicht verpassen wollt, abonniert gerne. Nee, ich lieb das, wenn mir mal so ein Junkie ordentlich die Leviten lösen tut. Wisst ihr, was ich mein? Nee, da kickt man auch mal ein bisschen anders auf sein eigenes Leben. Dann hast du da nochmal eine andere Perspektive vom Ding her. So, also, ne?